Jo, und damit willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise 2. Diesmal nicht vorm Boss, obwohl wir da in diesem Part hingehen. Denn ich habe mich dazu entschieden, euch diesmal einfach mitzunehmen. Wir müssen noch die Brücke bauen auf der Insel und wir müssen die Fische angeln, die wir dafür brauchen. Wie gesagt, ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit, ausnahmsweise. Normalerweise sammle ich die Sachen ja offscreen und starte den Part dann vorm Boss. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein Let's Play und dann sollt ihr auch sehen, was ich hier tue. Ausnahmsweise mal. Und da wir eh noch die Brücke bauen müssen und so, kommt mir das eigentlich ganz gelegen, dass ich da nicht schneiden muss oder sowas. Wenn wir halt schon die Spitzhacke hätten, dann kämen wir schneller voran, weil dann könnten wir einfach da durch. Aber ja, so müssen wir halt hier außen rumlaufen. Aber wie gesagt, ich muss eh da hoch wegen der Brücke. Von daher, halb so wild. Was ich jetzt noch mitnehmen muss, sind diese Dinger da oben. Das müsste von hier gehen, oder? Ja, sehr schnell, kann es einsaugen. Weil wir brauchen die Pflaumen nämlich für die Angel-Upgrades. Ich habe zwar jetzt auch schon wieder irgendwie 5 oder 6 davon hergestellt, aber die braucht ihr ja immer irgendwie 20 oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren auf Level 15 und auch bis Level 30 müsste es gehen. Das will, wir brauchen 15 Upgrades. Oh naja, deswegen sammle ich halt das alles ein. Passt mir eigentlich ganz gut auch in den Zeitplan, weil wenn ich jetzt das Zeug offscreen alles gesammelt hätte und wäre dann mit euch zum Boss gegangen, dann hätte ich nicht mehr gewusst, was ich am Ende des Parts noch mache, weil ja, in einem halben Part dann noch auf eine neue Insel bin ich eigentlich nicht. Ich will das schon alles ein wenig aufgegliedert. So, da kommen wir auch nicht weiter. Was brauchten wir eigentlich für die Spitzhacke? Der ist jetzt am Gerät. Das brauchen wir unbedingt, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das hernehme. Was braucht Lysop für zehn verbesserte Fallen herstellen? Okay, was brauchen wir wiederum dafür? Nektar, ja gut, den kriegen wir. Nicht das Problem. Ich glaube, ich soll öfter mit Brook spielen, der ist gar nicht so verkehrt. Weil Frankie jetzt auch neue Attacken hat, die ich eigentlich mit leveln müsste. Bei Frankie nehme ich eigentlich auch ganz gern. So, und da hinten kommt nicht nur die Brücke, sondern hier kommen auch wieder diese Käfer. Und diesmal ist dieser blöde Schuss-Heini nicht da mit seiner Kanone. Das bedeutet, ich kann jetzt in aller Ruhe mich hier anschleichen, ohne dass mir jemand gegen den Baum schießt und den Käfer verjagt. Und ihn hoffentlich schnappen. Der ist recht selten, auch wenn wir ihn jetzt schon zum zweiten Mal sehen. Im ersten Teil war ja der Goldene noch der seltenste, hier ist es der Braune. Und jetzt ist Blut zu groß, ich fasse es nicht. Ist es denn ernst? Ich habe den Scheißkäfer nicht gekriegt, weil der Charakter zu groß ist und... Ach komm. Ja, es sind überall diese doofen Minen. Der Typ baut auch schon die Bazooka aus. Ja, kann man mal machen. Gut, vielleicht haben wir ja Glück und finden da einen noch so ein Ding. Weil ich brauche halt unbedingt noch so einen Käfer. Was tut ihr da hinten? Und wait. Was gibt ihr mir eigentlich? Ja gut, Kartenfragmente, das ist an sich zwar schön, aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Gewitteraufladung, Schwungarm, gewitteraufgeladene Klimatockstock. Aha. Ja gut. Das ist quasi nochmal ein Zusatzangriff. Weil ich kann das ausführen und dann dadurch noch einen dritten Angriff machen. Also ich verstärke
nicht nur den ersten und den zweiten, sondern führe halt noch einen dritten und vierten Schlag damit aus. Ist zwar vom Timing her jetzt nicht ganz so einfach, aber funktioniert. Ist interessant. Antischer Stein, Heilkräuter, explosives Fragment, ja gut. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Und ich hätte das Dings hier lagern sollen, die ultimative Spule. Das habe ich jetzt vergessen. Aber naja. So, dass die Brücke steht, ist auch schon mal recht wichtig, weil wir können uns zwar hier hochschießen. Hau mal dein Dings raus, damit wir den auch mal mit leveln. Was zugeben jetzt gar nicht mal ganz so gut funktioniert hat. Ich dachte eigentlich, der würde jetzt direkt ein Level hochkommen, weil... Das ist ja doch relativ viel, aber nur das ist wieder nur der normale. Aber wir brauchen den klebrigen Saft, also von daher... Versuche ich es jetzt einfach mal. Auch wenn ich, wie gesagt, den braunen unbedingt noch brauche. Ja, mit ihr funktioniert's. Also wir hatten wirklich das Problem vorhin, dass Brooke einfach zu groß war dafür. Dämlicherweise. Und der hinterlässt aber diesmal keinen Saft. Oh, das ist... oh nein. Nicht ihr schon wieder. Ja, das ist, wenn Gegner in der Nähe sind, kannst du es eigentlich vergessen. Dann funktioniert das nicht. Na komm her jetzt. Und dann gibt er mir noch nicht mal, was er mir geben soll. So, ich warte immer noch, dass ihr Clown-Move auf Level 8 kommt. Aber ist mir jetzt ein bisschen zu doof hier. So, wir brauchen Nektar. Sollte an sich kein Problem sein, weil hier ist so viel, dass schon das Spiel wieder leckt. Ja, also Nektar kriegen ist ja wieder absolut kein Problem. Wie schon im ersten Teil, auch hier eine absolute Farmquelle. Ich meine, ihr seht es. Was ist das für ein Geräusch? Ein komisches Geräusch gehört die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob man das im Video auch gehört hat, aber... irgendein komisches Quietschen. Ich habe erst gedacht, das soll mich auf irgendwas Wichtiges hinweisen oder so, dass ich hier irgendwas einsaugen kann oder so. Aber, nö, anscheinend nicht. Schade. So, das müsste eigentlich auch schon bald wieder genug sein. Ja, komm auf. Ich werde zwar in dem Bosskampf dann eh die anderen Charaktere verwenden, die stärkeren, weil der wird... ja, schwierig will ich nicht unbedingt sagen, aber schwieriger auf jeden Fall als den bisherigen. Und da will ich jetzt nicht irgendwie hier schon mit Ruffy und so einen Haufen Schaden nehmen. So, könnte deine Diebesfähigkeit aber jetzt bitte endlich mal auf Level 8 kommen, das wäre sehr freundlich. Wie viel fehlt denn noch? Es kann doch nicht viel fehlen. Ernsthaft? Komm schon. Jetzt. Sehr schön. So, kann ich auch noch auf Level 4 damit? Oder geht das nicht, weil ich da wieder irgendwie Level 12 brauche? Level 15 dafür. Okay, also kann ich das vergessen. Schade, dann ist 3 das Maximum. Aber naja, gut. Soll uns trotzdem helfen. Ich würde sagen, wir nehmen mal Frankie und bauen mal seine Angriffe ein wenig um. Den Powerhaken. Sonst haben wir bei ihm aber noch nichts. Tote Winkelkanone, Sprungarm, Piratendemo noch einmal benutzen. Starke Rechte geht noch nicht. Box Frankie. Stecker herstellen, aha. Nagelmeister auf 8. Sperre Nunchaku auf 6. Okay. Ja, gehen wir nochmal rüber zu Frankie. Ist ein bisschen schade, dass 3 jetzt bei Nami schon das Maximum ist. Ich muss mich jedes Mal, wenn die neue Attacken haben, erst daran gewöhnen, dass sie neue Attacken haben. Auch wenn ich jetzt zwischen dem Angriff und dem davor jetzt nicht so einen Unterschied sehe, weil eigentlich ist das doch nur eine andere Form von einem normalen Schlag. Ich glaube, er nimmt einfach nur die andere Hand oder so. Ach komm, leck mich am Arsch. Aber naja, gut. Hier drin keine Gegner, okay. Habe ich noch Platz? Wir haben vorhin schon wieder so viel Honig eingesammelt. 18 Stück mit einem einzigen Mal. Wow.
So, aber ich kann auch wieder was verfüttern. Ja, aber will ich das Ei verfüttern? Eigentlich nicht. Ein paar von den Dingern kann ich noch mit wegtun. Sollte reichen. Ein paar Karotten. Ja, nee, eigentlich nicht. Was von dem Honig, wir müssen da eh auf 3 kommen. Deswegen tue ich jetzt mal 8 davon weg. Da haben wir immer noch 10 übrig. Und dann müsste es für die Mission, was das angeht, eigentlich schon fast reichen. Ja, wenn wir noch ein paar Fische angeln und dann die dann verfüttern, dann reicht es auf jeden Fall. Anleitung? Nee, kochen nicht. Medikamente? Nein, Entwicklung. Davon brauchen wir halt noch mehr. Und die verbesserten Fallen können wir an sich herstellen. Okay, wunderbar. Gut. Das Goku-Wacker-Ding hier an der Stelle ist total unnötig. Wenn man da drüben hier einfach über den Sprungpilz zurückkommt und man die Spitzhacke hat, dann kann man hier sowieso einfach herlaufen. Dann fällt das ganz weg. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die aus relativ naher Entfernung kriege oder aus weiter weg. Das wird sich zeigen. Aber da wir hier noch nicht waren, müsste es eigentlich in jedem Fall was Neues geben, so oder so. Egal, ob jetzt nah dran oder weit weg. So muss jetzt erstmal so. Wir brauchen ja eh 2 verschiedene. Gestreifte Venusmuschel. Ist das eine von den Dingen, die wir brauchen? Ja, davon brauchen wir 2. Und dann brauchen wir noch einen Sonnenfisch. Okay. Platz im Inventar haben wir noch. Wir müssen eh noch was verfüttern. Versuchen wir es mal weiter weg. Sollte reichen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir hier für die Stelle jetzt schon eine bessere Angel haben, als man normalerweise hätte, wenn man nur die normale hat oder halt die hier noch nicht geupgradet ist. Aber dadurch, dass wir es im ersten Teil schon gemacht haben, haben wir halt jetzt schon die verbesserte Version gekriegt. Na komm. Mach keine Faxen. Gut. Trotzdem will ich eigentlich meine Seekönigsangel wieder, weil ich habe auch auf der Sunny mal geangelt und ich merke halt schon, dass ich zwar mit der Angel weit werfen kann, desto mehr ich halt die geupgradet habe. Aber das bringt mir halt nichts, solange meine Leiste nur bei der Hälfte ist, weil die großen Fische, die entkommen halt damit so schnell. Also ohne die Seekönigsangel hast du auf der Sunny eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwas Krasses zu finden. Okay, das ist definitiv nicht, was wir brauchen, aber trotzdem cool. Raketenmantarochen. Okay, what the fuck? Toter Winkelkanon, ach, da haben wir es auch schon. Geht man da auch in 2 Stück. Ja, ist wie gesagt an sich gut und schön, aber nicht das, was ich brauche. Ist das mit dem Hochziehen nicht funktioniert? Jo, habe ich irgendwas Spannendes zu erzählen währenddessen? Ich glaube nicht. Seht den Part jetzt hier auch schon, wenn ich ja eigentlich fast schon mit dem Spiel durch bin, weil ich bin jetzt auf der dritten Insel fast, also das ist ja jetzt hier dann der Endboss und hochgeladen ist gerade mal, also freigeschalten für euch ist gerade mal ein Part, der kam heute. Das heißt, wenn ihr diesen Part hier seht, also in irgendwie vom Zeitpunkt der Aufnahme an 10 Tagen oder so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, dann bin ich wahrscheinlich schon so gut wie durch mit dem Spiel. Mache ich ja normalerweise eher selten, dass ich halt schon so weit im Voraus aufnehme. Normal mache ich es ja eher so, dass die Parts relativ live sind. Aber ich denke, gerade bei Spielen, die ich halt auch schon kenne, da ist es auch nicht so schlimm wie bei Blindspielen. Weil bei Blindspielen, da kannst du halt dann immer noch auf die Kommentare und so weiter antworten und eventuell da auch interessante Sachen erfahren. Aber bei Spielen, die ich halt schon kenne, da ist es auch nicht ganz so wichtig. Da ist es, denke ich, besser, wenn ich voraus aufnehme und dann dafür jeden Tag Parts kommen. Und Fragen und sowas kann ich ja trotzdem beantworten, also von daher. Denke ich, passt das schon. So, jetzt sollten wir alles haben, außer halt einer Sache und das ist da oben die 5. Okay, das müssen wir jetzt auch irgendwie hinkriegen. Ich habe nur leider keinen Slot mehr frei, deswegen muss ich irgendwas verfüttern.
Ich würde sagen, da wir die Muscheln eigentlich relativ... Ja, wobei, die bringen gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Was bringt denn viel in dem Sinne? Ja, sich 6-mal Bambus weg. Bambussprossen will ich eigentlich nicht so viele verfüttern. Nehmen wir mal nur 2. Ein bisschen Nektar mal noch 2 Stück weg. Was von dem Gras, da nehmen wir mal 3. Dann nehmen wir hiervon auch noch 3. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht so viel. Haltische Steine bringen uns auch nichts. Da muss eben doch noch was dran glauben. Ja, komm, dann mach eine von den Dingern. Okay. So, jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass ich keinen Platz habe für die Belohnung, die wir beim Bosskampf kriegen würden. Wobei, der frisst ja die Fische. An sich ist es kein Problem, der frisst ja die Fische. Das heißt, wir gehen jetzt direkt hin. Und ja, machen wie versprochen den Boss in diesem Part. Ich bin froh, dass es mit dem Angeln jetzt so schön funktioniert hat. Hätte auch durchaus länger dauern können. Drin ist unsere Falle, aber ich glaube, da ist noch nichts drin. Auf der Sunny, die Falle, da war was drin, das habe ich gesehen. Habe ich jetzt allerdings vergessen zu holen. Werden wir dann noch nachholen, sobald wir wieder auf der Sunny sind. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, hier ist wie gesagt noch nichts. Ist auch ein ganz guter Ort hier eigentlich zum Leveln. Wie doch relativ viele Gegner kommen. So, heilen oder so muss ich eigentlich nicht, oder? Nee, also die Guten sind eigentlich alle da. Und auch wenn der Bosskampf, wie gesagt, an sich schwieriger wird als die vorherigen. Wo war eigentlich das Monument? Ach fuck, das war da drüben. Okay, dann gehen wir gleich zurück. Ich habe gedacht, das wäre auf der Seite. Sorry, guys. Aber halb so wild. So, die Pflaumen nehmen wir noch mit. Das Schöne ist, dass ich ja, wie gesagt, die Dinge jetzt auch mehr stacken können im Inventar. Das bedeutet, nicht wie im ersten Teil, wo man nur 20 von irgendwas dabei haben kann und dann ging ein neuer Slot los, sondern hier geht es ja, glaube ich, bis, was war's, 40 oder so? 40, 50, irgend sowas. Ist halt gerade bei solchen Dingen, die man in Massen bekommt, echt schön. Weil da muss man halt auch nicht dauernd zurückrennen wegen sowas. So, ja, 41 auf jeden Fall. Also ich denke, es geht bis 50. Wo komme ich jetzt da wieder rüber? Brauche ich Brook dafür? Ich höre, ich brauche Brook dafür. Kein Problem. Ja, überhaupt kein Problem. So, nehmen wir noch was von dem Salz mit. Ja, mach mir. Und let's go. So, jetzt muss ich noch schauen, wie wir an sich darüber kommen. Ich glaube von drüben, also man muss da glaube ich nicht hoch oder so, man muss von da drüben aus einfach über das, ja genau, über die Insel darüber. Gut, machen wir das eben und ja, dann bekämpfen wir noch den Boss und haben eine perfekte Länge an sich für den Part, also es hätte nicht besser klappen können. Ich denke mal, wenn wir den besiegt haben, sind wir so ungefähr bei 30 Minuten, bloß die Sequenz da noch 35 Minuten. Gut, wird der Part natürlich wieder etwas länger. Das stimmt, aber ja. Solange wir an sich gut vorankommen, habe ich damit ja kein Problem.
sollten nur keine 35 Minuten Backtracking-Parts oder sowas sein. Das versuche ich halt jetzt immer zu kürzen, dass ich das halt in kürzere Parts einfach packe. Aber wenn wir Bosskämpfe oder so haben, da hat ja, denke ich, auch niemand was dagegen, längere Parts zu haben. Und wie gesagt, solange wir im Let's Play vorankommen, also Let's Play-technisch, habe ich auch nichts dagegen, wenn der Part mal länger ist. Okay, ab geht's. Und ist ja auch noch absolut am Rahmen, im Rahmen an sich. ここまでやってきたぞ。ああ、高野目。こんなに楽しい日は久しぶりだ。高野目。シャンクス。高野目と赤髪。オーカ七部会と陽光が二人同時に出てくるなんて。 七部会と四皇だと。ええ、お化けより恐ろしい。己を知り、世界を知り、少しは強くなったか、ロロノア。さあな。俺の一味に負けねえ仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて、海賊王になるんだったな、ルフィ。 どうだ、その後は。最高の仲間を見つけた。あとは世界一の財宝を見つけて海賊王になるだけだ。そうか。だったら見せてもらおうか。お前たちの覚悟がどれほどのものかを。 Und los geht's, wieder ein Doppelkampf gegen Falkenauge und Shanks. Ich fand deren Intro-Sequenz übrigens ziemlich cool, wie sie gegeneinander kämpfen. Das würde ich mir mal im Anime wünschen, so einen Kampf. Wie gesagt, die beiden sind an sich schon relativ gut, wie man hier auch bestens sieht. Ich weiß auch gar nicht, auf wen ich zuerst gehen soll. Es ist halt immer ganz klug, einen auszunocken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf Falkenauge. Aber ich glaube, der hat in dem Spiel eine andere Stimme als im Original. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so daran erinnern. Aber ich glaube tatsächlich, dass der im Spiel hier eine andere Stimme hat. Also die Charaktere haben alle ihre Originale. Aber die vom Falkenauge, gerade die klangen irgendwie fremd. Ich weiß auch nicht. Vielleicht spiele ich mir es auch ein. Es wäre sehr schön, wenn ich noch meine Ulti rausbringen könnte, bevor du stirbst. Was natürlich wunderbar funktioniert hat. Geil. Alter. Okay, der erste ist down. Ja, Frankie, mach du weiter. Und hau direkt deine Ulti raus, wenn die hier so schön alle beisammen stehen. Boah, das macht gut Damage. Und dann schläfert er mich ein. Oder betäubt mich oder was auch immer. Und bricht damit meine Ulti ab. Really? Ist das jetzt euer Ernst? Alter. Also wenn wir einfach beiden down kriegen, dann wird es einfach. Vor allem Shanks nervt mich mit seinem Hin- und Hergesprinte. Und seiner komischen Druckwelle da. Vielleicht doch erst auf ihn gehen sollen. Wo jetzt nochmal umentscheiden ist zu spät, weil jetzt ist Falkenauge in seiner zweiten Hälfte. Oh, das macht aber gut Schaden, habe ich gesehen. Kannst du liegen bleiben, Frankie? Nein, kannst du nicht, aber irgendwie hast du es trotzdem abgewehrt. Ich habe keine Ahnung wie, aber du hast es irgendwie abgewehrt. Ich habe halt mit ihm jetzt auch nicht die Attacke, die ich sonst immer habe. Die, ja, wie soll ich nennen, diese schurigen Aufladeattacke da vom Dings von dem normalen Schlag. Bei der ist halt jetzt die neue Technik.
Okay, ja, er ist natürlich eine dumme Idee. Chopper, nee. Sollen wir mal mit Robin irgendwas ausrichten? Ich weiß, mit Robin in so einem Bosskampf irgendwas ausrichten wollen, ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Ein bisschen irre. Aber ja, vielleicht funktioniert's, ja. So, könntest du deine Ulti machen? Könntest du deine Ulti machen? Könntest du deine Ulti machen? Könntest du bitte deine Ulti machen, Robin? Nö, der hat keinen Bock. Warum geht das denn nicht? Okay, ich habe keine Ahnung, was mit ihr nicht stimmt. Ich kann sie nicht aktivieren und ich sehe meine Leiste blinkt. Hä? Warum habe ich denn bitte nicht genügend SP? Im ersten Teil hatte ich doch genügend dafür im Moment. Das will ich jetzt wissen. Why the fuck? 130. Tatsächlich, 140. Okay, warum auch immer. Im ersten Teil konnte ich die einsetzen und brauchte dafür nur die 130. Ja, lol. Also das wusste ich jetzt nicht und das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt etwas lame, weil das eine Änderung ist, die mehr als nur unnötig ist, wie ich finde. Ich muss unbedingt einen von den beiden loswerden. Und das habe ich jetzt geschafft. Vielleicht die Asura einsetzen sollen, der hätte beide getroffen. Und ich glaube, sie hat sogar beide getroffen, aber Shanks hat nicht so viel Schaden gemacht. Okay, das war's für ihn. Cool, spannender Kampf, hat mir sehr gefallen. Coole Charaktere, spannender Kampf, coole Intro-Sequenz. Alles ziemlich geil. Now!
Jo, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.